Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2019. Endlich geht's wieder weiter. Wir spielen heute in der Spielerkarriere und ihr seht es hier schon. Wir haben einmal als erstes ein Spiel gegen Valencia und dann schon wieder ein Spiel gegen Valencia. Ich kläre euch nochmal auf, was ist in letzter Zeit passiert. Es ist ja leider wirklich schon lange her, als die letzte Folge dann rausgekommen ist. Und zwar haben wir 0:3 auch in der letzten Folge gegen Valencia verloren. Das ist nämlich der Copa del Rey, der spanische Pokal. Da haben wir 0:3 verloren, das Hinspiel. Haben jetzt das Rückspiel, danach ein Ligaspiel. Es ist aufregend, es ist total aufregend und außerdem sind wir bei unserem Verein, wo wir eigentlich nicht glücklich sind, vor allem wegen der Trikotfarbe, ja, sind wir trotzdem richtig gut dabei. Wir sind punktgleich nach 6 Spieltagen mit Real Madrid, Valencia aber auf Platz 3 und sie haben uns im Pokal geschlagen. Wir hatten wirklich bis jetzt, muss man auch sagen, in der Liga sehr leichte Gegner nur. Trotzdem die Torjägerkanone sieht bis jetzt auch gut aus, aber auch da Valencia und Real Madrid mit dabei. Deswegen Leute, lasst uns jetzt direkt loslegen. Und dann zeigen wir vielleicht ja doch Valencia nochmal, wo der Haken ist. Wir machen natürlich damit weiter, dass wir so viele Spiele haben, bis die Folge geil wird. Also das heißt, wir müssen nicht nach diesen 2 Spielen, die ich gerade angeteased habe, ja, da muss die Folge noch nicht zu Ende sein. Wie gesagt, so viele Spiele, bis ich sage, Alter, das war geil, das könnt ihr euch angucken. So, Trikots müssen wir natürlich wechseln, so wie immer irgendwie, das passt. Also, so viel Weiß, das ist krass, was hier in Spanien abgeht. Mit der Trainerkarriere im Pro Evolution Soccer soll es auch weitergehen. Generell alle weiteren Karrieren sollen wieder richtig aufgenommen werden. Die Hamburg-Spielerkarriere, bzw. allgemein Spielerkarriere, wir sind da halt bei Hamburg, das heißt so, in FIFA. Also wie gesagt, alles soll dann irgendwie doch wieder weitergehen, weil ich bin einfach, es ist zeitlich, es ist wirklich schwer, Leute. Als Student ist es nicht leicht, aber ich versuche natürlich alles und ja. Freut euch darauf. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ja, dann könnt ihr mal eine Bewertung da lassen. Würde mich natürlich auch total freuen und motivieren, weiterzumachen. So, Mannschaftsfoto vor eventuell einem großen Ereignis hier. Teambesprechung. Wir sind auswärts. Also Valencia auch 3 Auswärtstore. Das ist, also das macht es nicht unbedingt leichter für uns. Ach ja, eine Sache, wir haben ja auch noch die Nummer 24, das ist natürlich auch nicht so geil. Muss natürlich eigentlich die Nummer 12 sein. Oh, das ist hier guter Einsatz, ach, das... Ja, hätte was werden können, aber hätte Fahrradkette, ist passiert halt nicht. Scheiße. Ja, dass er da einen Seitverzieher macht, damit habe ich nicht gerechnet. Hätte ich vielleicht doch eher annehmen sollen. Ein Drittel des Spiels gespielt. Noch 0:0, also das heißt, ja, quasi das, was eigentlich passieren müsste, jede 33 Minuten ein Tor, wobei, nee, alle 30 Minuten ein Tor, so, das haben wir noch nicht geschafft. So, das ist der 5. Halbzeit, aber wir wollten ja so, also, das habe ich ja schon gesagt, wir wollten ja sowieso wechseln, am besten zum Winter, wenn wir jetzt hier mit dieser Mannschaft, bei unserem, ja, jetzt gerade quasi nicht weiterkommen. Haben wir weniger Spiele, sind wir schneller im Winter, sind wir sowieso bald schon, ne? Und dann können wir wechseln. Das ist perfekt. Also nicht, dass ich jetzt rausfliegen will, eigentlich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall so gut, dass wir, ich hoffe ja eigentlich sogar, dass wir zu irgendwie einem Euroleague-Team wechseln können oder irgendwie sowas Geiles. Schauen wir, ob es klappt. Jetzt, oh, werden wir geblockt. Das gibt's doch nicht. Immer einen Ehrentreffer. Wäre so schön. Valencia aber auf jeden Fall gerade einfach nur am Verteidigen. Also die machen es uns echt schwer, weil das ist natürlich logisch. Sie ja heim jetzt nicht auch noch ganz groß auffahren. Ja, guckt euch das an. Es ist alles dicht. Es ist alles dicht. Ich muss nochmal nach draußen spielen. Vielleicht. Ja. Oh. Das ist ja das Gute bei Pro Evo. Die Bots, die spielen eigentlich voll gut. Also wir haben ja hier wirklich mit diesem Team auch schon so viel erreicht. Das ist keine Schande, gegen Valencia rauszufliegen. Und deswegen, also es macht einfach Bock. Also es ist wirklich, die Spielergehre ist in Pro Evolution Soccer echt gut. Und ja, eigentlich ist es jetzt fast, kann man, spricht für Spiel, was wir ja auch gerade sehen. Boah, das ist nochmal ein schöner Pass. Valencia hat uns wirklich totgestellt, quasi. Oh! Das gibt's nicht. Der schwache Fuß an die Latte. Da haben wir wirklich nochmal einen Angriff mal zu Ende fahren können. Aber am Ende kein Glück.
Oh, ich wurde sogar ausgewechselt. Auch eine Sache, die mir eigentlich total gefällt. An Pro Evolution Soccer 2019. Also generell an Pro Evolution Soccer war ja auch vorher schon so, dass man ein- und ausgewechselt werden kann. So, da ist der Pfiff. 0-0. Ich denke, wir sind... Ja, so ein Tor wäre eigentlich geil gewesen, aber wir sind trotzdem mit Würde ausgeschieden. Bringt natürlich nichts. Aber Man of the Match geworden. Guck mal. Sie zeigen immerhin, wir haben hier versucht, was zu machen. Das wird gewürdigt. Irgendwelche großen Überraschungen? Ich sehe es nicht. Nee. Ja, Villarreal ist rausgeflogen. Naja. Aber ansonsten eigentlich geht alles in Ordnung. Wir haben eine 71, sind... Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Boah, ein Trainervertrauensniveau von 99%. Würde aber vielleicht dann auch gar nicht so leicht wegzuwechseln. Der scheint uns zu mögen. Aber unser tatsächlicher Fortschritt ist irgendwie... Ja, das Training, ich weiß nicht, es schlägt nicht an. Spieltag 7, wir sind in der Startaufstellung. Nochmal gegen Villarreal. Diesmal wieder heim. Unser Training sieht, ja, wie folgt aus. Ich verstehe nicht so ganz richtig. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir sind eigentlich perfekt aufgestellt. Also ich will da auch nichts dran verändern. Aber ihr seht es jetzt, wie es eingestellt ist. Also wenn ihr irgendwie, ja, wenn ihr schon bessere Erfahrungen damit gemacht habt, wie man es einstellen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese sowieso alle Kommentare. Könnt ihr mir gerne alle möglichen Sachen reinschreiben. Vor allem Tipps zum Training. So, jetzt Spieltag 7. Außer okay, Form gut. Vielleicht klappt's in der Liga. Auf der Außenbahn. Vielleicht mal eine Vorlage für uns. Flanke kommt. Torwart ist da. Aber hier wieder heim. Auch direkt ein anderes Spiel. Mit den gleichen Teams. Tja, und da liegen wir hinten. 1-0 für Valencia. Ich weiß nicht, ob die extrem auswärtsstark sind. Es ist jetzt deren erste Chance gewesen. Und das sah auch ziemlich einfach aus. So, da ist der fünfte Halbzeit. 1-0. Nach dem Tor von Valencia ging nicht mehr ganz so viel. Aber vielleicht sehen wir ja trotzdem noch das Wunder. Kann ja sein. Oh, jetzt! Jawohl! Da ist es! Dass er da nochmal zu mir gespielt hat. Alles klar, aber... Das ist jetzt erstmal egal, wie es entstanden ist. Das war auf jeden Fall eine Teamarbeit. Das ist das 1-1. Und wir schauen uns hier in der Wiederholung nochmal an. Perfekt zurückgelegt, so muss er nicht aus der Drehung schießen. Eigentlich wirklich gut. Oh, Valencia direkt nach dem Tor. Wieder gefährlich. Alter, wirklich, da legt sich ein Schalter damit um. Direkt durch dieses 1-1. Aber jetzt die Möglichkeit zur Führung und benutzen sie. Yes! Tor gemacht. Wunderbar. Oh, und jetzt wird Valencia, aber jetzt werden sie schlampig. Ah, und ich kann nicht dribbeln. Ach, das ist, ich sag's jede Folge, dass ich das mal trainieren muss. Und ich mach's nie. So, Pfiff, abgepfiffen. Sieg 2-1, Doppeltorschütze bin ich. Alles 1A. 40-60% Ballbesitz. Der Hammer. Aber wieder Man of the Match. Klasse gemacht. Dadurch verändert sich die Tabelle. Valencia nur noch auf Platz 4. Barcelona jetzt unser Verfolger. Alter, was in der spanischen Liga abgeht. Wow. Und was hier mit meinem... Da! Ja, Mann, ey. Tatsächlicher Fortschritt. Was soll das? Was damit abgeht, ist auch wow. Wieder Startaufstellung gegen Athletic Club. Auf geht's. Unerschütterliches Vertrauen aufgebaut. Uiuiui, das klingt ja eigentlich schon fast gefährlich. So, da haben wir den ersten Pfiff. Es ist Halbzeit.
Noch nicht wirklich viel passiert. Ja, das ist die Statistik. Das ist ein schwieriges Spiel. Jetzt aber, da ist es, das Tor zur Führung. Mit schöner Vorlage wieder. So wie das halt hier einfach im Pro Evo auch möglich ist. Wunderbar gemacht. Und dann Abschluss aus kurzer Distanz. So, Spiel abgepfiffen. Endstand 1-0, so 1-1 wäre doof, aber 1-0 ist okay. Ein weiterer Sieg. Zwar auch nur mit viel Glück, ganz ehrlich, dass wir hier keinen Gegentreffer bekommen haben. Das war nicht schlecht. Wir wurden leider nicht auserkoren für die deutsche Nationalmannschaft, obwohl wir wirklich gerade ziemlich gut sind, aber so weit sind wir noch nicht. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen bei dieser Folge. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, wäre eine Bewertung auf das Video auf jeden Fall richtig geil. Würde ich mich drüber freuen. Auf der linken Seite kommt ihr jetzt noch zu meinem Instagram-Account. Da gibt es alle weiteren Infos, Background-Zeug, hinter den Kulissen. Checkt es ab. Link in der Videobeschreibung. Auf der rechten Seite kommt ihr noch zur nächsten Folge, soweit ihr dann draußen ist, und zur Playlist. Abonnieren könnt ihr natürlich noch kostenlos. Haut rein. Ciao.